Ja, Hallöchen, Tagesmotivation von heute. Value. Was für einen Wert gibst du rein in den Markt? Was für einen Wert haben deine Kunden, wenn sie mit dir zusammenarbeiten? Wieso sollen Kunden mit dir zusammenarbeiten? Je höher dein Value ist, je höher dein Wert ist, desto mehr begeisterte Kunden hast du. Desto mehr Kunden kommen einfach zu dir, weil sie sagen, hey, das ist der Experte, der gibt mir so viel, der gibt mir wesentlich mehr. Und oftmals, das kennst du bestimmt auch, bist du irgendwo und dann bekommst du weniger, als was du bezahlt hast. Und das macht sich einfach nicht sehr, sehr, sehr gut. Ich denke, das kennst du auch, wo du sagst, hey, nein, da gehe ich jetzt nie mehr hin. Ich habe da mehr bezahlt, ich fühle mich da über den Leisten gezogen. Da stimmt einfach das Verhältnis nicht. Und das ist einfach eine ganz, ganz dumme Situation. Darum, achte darauf mit deiner Dienstleistung oder auch als Mitarbeiter. Was ist dein Value? Was gibst du rein in die Firma? Viele sagen, ja, blöder Chef, scheiß Firma. Die nutzen mich nur aus. Ja, du, wenn das wirklich so ist, dass sie dich nur ausnutzen, dann time to go, ja, time to say goodbye. Ansonsten, wie kannst du dein Value erhöhen? Je mehr du reingibst, desto mehr wirst du letzten Endes auch rausbekommen. Wenn auch nicht unbedingt von der gleichen Firma, dann halt einfach woanders, weil man wird auf dich aufmerksam und das ist doch der entscheidende Faktor. Was ich wünsche dir sehr, sehr, sehr von Herzen, auch wenn du selbstständig bist, dass du einen ganz, ganz hohen Value hast. Ganz, ganz viel den Menschen gibst, dass sie dich unendlich schätzen und sagen, hey, es gibt nur eine Person, wenn du da und dein Thema hast, geh zu dem Experten. Der ist so fantastisch mit dem, was er macht, mit dem, was er gibt. Und das ist manchmal gar nicht so gigantisch viel mehr. Wo fängt der Erfolgreiche an? Da, wo der Erfolglose aufhört. Gib einfach mehr rein. Go the extra mile. 100% Leistung plus 10% plus extra Blut. Und da bist du schon weit, weit höher, als die meisten Menschen jemals sein werden. Also, acht auf dein Value, übrigens auch in einer Beziehung, ja, wenn du eine Beziehung hast. Auch das ist wichtig, dass der Value stimmt, weil sonst knallt sie irgendwann, sonst fliegt die Beziehung auseinander. Okay, alles Liebe, pass auf dich auf, gute Zeit, ciao, bye bye.